Guten Tag miteinander. Ich glaube, der Kuchen hat sicher auch noch gemundet und ich glaube, es ist nichts übrig geblieben. Gute Sportlernahrung. Genau, ich habe mich gefragt, das Glück im Sport, klar, wenn wir erfolgreich sind, sind wir glücklich, haben wir vielleicht Glück gehabt, für das wir gewonnen haben. Aber mir hat eigentlich vor allem Wunder genommen, steckt eigentlich auch in einer Niederlage irgendwo Glück. Und ja, ich kann eine kleine Story darüber erzählen, aber muss, für das ich kann erzählen, ein bisschen ausholen. Für einen Sportler sind die Olympischen Spiele das Größte. Man überlegt sich immer schon ziemlich früh, also ich habe das auch gemacht, man rechnet aus, welche Spiele würde jemand bei mir reinpassen, wann bin ich erfahren genug, wann kann es stimmen. Ich habe schon ein bisschen gedacht, vielleicht könnte es 2008 länger, hat es dann leider nicht gelangt, aber ich habe mir immer gesagt, 2012 in London, dann wollte ich dabei sein. Und an dem 1. August, was natürlich erst später rausgekommen ist, am Nationalviertag, habe ich mir echt dann vorgenommen, dass dann eine grosse Party, nicht nur in London, sondern auch in der Schweiz, über die Bühne gehen kann, in diesem Excel Venue in London. So eine Vorbereitung für Olympische Spiele, die fährt ja nicht irgendwie im Jahr vorher an, sondern wie ich gesagt habe, man macht sich Gedanken, was muss ich verändern, wie plane ich meine schulische Laufbahn, habe ich einen Arbeitsgeber, der meine Sorgen versteht, wenn ich mal vom Training, vom Turnier am Wochenende heimkomme, dass ich halt am Montag nicht so viel kann geben wie sonst. Also man muss sich da sehr viel Gedanken machen, sehr viel Gespräche vorher führen und eben neben dem Planen ist natürlich auch die ganze Anspannung, die ist unglaublich gewesen. Also eben ohne gross auszuholen, ist in London ist es so gewesen, dass der Einzelwettbewerb nicht der Teamwettbewerb nicht olympisch ist gewesen, sondern nur das Einzel. Das heisst, man hat sich nur über das Einzel können qualifizieren. Das ist dann so weit gegangen, dass wir auf eine Art einen Wettkampf gegen meine eigenen Teammitglieder haben müssen führen, was sehr unangenehm ist gewesen und dass man natürlich auch Menge schlaflose Nächte hat beschert. Die Saison selber, eben der Erfolg. Ich hatte Glück, ich war glücklich, es war unglaublich. Ich habe bis heute immer noch meine beste Saison in der Qualifikationssaison gezeigt. Ich konnte 2 Weltcups gewinnen. Ich habe den Weltcup angeführt während 2 Monate und habe WM und EM-Medaillen im Mannschaft und im Einzel gewinnen. Und er gleich, Niederlage. Ich bin als Nummer 2 auf London gereist, habe im ersten Match sogar noch das Freilos gehabt, habe meine Gegner noch studieren, zuschauen. Das ist der Yannick Borel. Ich habe ihn etwa 2 Monate vorher noch ziemlich deutlich geschlagen. Ich habe gedacht, das muss klappen. Aber man sieht so ein bisschen im Hintergrund den Score. Der macht er gerade, das 12-5 und in so einem Moment weiß eigentlich schon, es ist vorbei. Und ja, da fragt man sich nachher bei dieser Niederlage und wenn man so Bilder anschaut, wo soll da irgendwo Glück sein? Also ich kann euch sagen, da will niemand mit einem duschen, wenn man einem Auskunft geben muss. Wir Fechter sind uns nicht unbedingt gewohnt, nach jeder Niederlage müssen anzustehen. An den Olympischen Spielen ist das natürlich anders. Da müssen wir Rede und Antwort stehen. Ich habe selber nicht wirklich Wort gefunden und mit den Tränen müssen kämpfen. Ich habe es irgendwie gemacht, ich weiß nicht mehr wie. Und ich kann euch sagen, das war ein rechter Scheissmoment in meiner Sportkarriere. Aber ich habe mir gesagt, hey, es ist doch so, das Wichtigste an den Olympischen Spielen, das kennen wir alle, ist nicht der Sieg, sondern die Teilnahme. Aber ich kann euch heute sagen, das ist ein absoluter Scheissdreck. Keiner geht an die Olympischen Spiele und will nicht gewinnen. Ich habe mir vorgenommen, falls es nicht gut kommt, dass ich irgendwie bleiben, dass ich möglichst lange in London sein kann. Ich habe mir ein Apartment organisiert bei einem Kollegen und habe die anderen Sportanlässe schauen wollen. Ich kann euch sagen, man will nur heim. Man freut sich zwar für die anderen, aber man sieht sich selber. Man ist so streng mit sich. Man getraut sich nicht mehr, sich vor den Leuten wirklich zu zeigen. Man ist so hart zu sich selber. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, sind die ganzen Olympischen Spiele für die Schweiz dann nicht ein super Endresultat gewesen, Rang 33. Ihr könnt mal schauen, was für Länder vor uns waren. Stellt euch mal vor, so ein Ranking, irgendwie im Wirtschaftsranking von der Schweiz, die Schweiz auf Rang 33, BIP. Stellt euch mal vor, die Diskussionen, die das auslösen würde. Und wenn es um Sport geht, man hat darüber diskutiert, wir sind ja
mit Parlamentariern zusammengesessen, wir haben geredet, wir haben versucht, aber irgendwann habe ich dann gefunden, das hat keinen Sinn, wir müssen uns unsere eigenen Gedanken machen. Und darum sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, ganz nach dem Motto von Sportler für den Sport, die erste Crowdfunding-Plattform, die sich ausschließlich um den Schweizer Sport kümmert, zu gründen. Ganz links bin ich, in der Mitte ist der Mike Kurt, der ist dreifach Olympiateilnehmer. Ihm ist am 1. August, er war schon ein Medaillenkandidat beim Tor 17 von 24, das weiß ich mittlerweile, das Padu gebrochen. Also im wichtigsten Rennen von seinem Leben bricht ihm das Padu, ist noch nie vorher gebrochen. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie es ihm gegangen ist. Ganz rechts ist der Online-Spezialist Philipp Furrer, er war für Swiss Olympics vor Ort gewesen, als Medienspezialist. Ja. Ich habe vorhin von dem 1. August geredet. Im Swiss House war eine grosse Party geplant. Ich könnte mir vorstellen, was Mike und ich haben aber vor allem gemacht haben. Wir haben abgeflucht, wir haben Frust gehabt. Und eigentlich von dieser Party ist nicht viel übrig geblieben. Und wir haben eigentlich uns wirklich Gedanken gemacht, hey, was können wir machen, für das wir irgendwie im Schweizer Sport etwas zurückgeben können. Weil wir wissen auch, wie schwierig es ist, Sponsoring-Anfragen zu verschicken, Absagen zu bekommen. Meistens sind es sogar vorgeschriebene Absagen. Man gibt sich Mühe, für einen Brief zu schreiben, vorbeizugehen, bekommt eine Standardabsage. Eigentlich immer mit den gleichen Sachen. Und das braucht sehr viel Kraft, dort durchzuhalten, vor allem für junge Athleten, die sich sagen, hey, wenn ich nie mit dem Geld machen kann, dann höre ich lieber auf. Und dann steigen wir auch in einem Ranking nach den Olympischen Spielen, in einem Medaillenranking, nicht auf, weiter höher rauf. Und I Believe in You heute ist 14 Monate alt, ziemlich genau. Wir haben Crowdfunding, das ist Schwarmfinanzierung, das ist Mikrospenden eigentlich, für sich Sportprojekte zu finanzieren. Mittlerweile 128 erfolgreiche Projekte. Wir haben mitunter ein Projekt von Karim Hussein. Er hat sich etwa ein halbes Jahr vor der Heim-EM in Zürich ein Trainingslager für 2.500 Franken in Südafrika über I Believe in You finanziert, was dabei rausgeschaut hat. Das wisst ihr selber. Man kann jetzt nicht sagen, dass es dank diesem Trainingslager war, aber es hat ihn sicher nicht gehindert. Und er hat bei seinem Projekt 28 Unterstützer gehabt, die ihn dabei unterstützt haben. Und ich glaube, sie haben durch das Projekt unterstützt auch eine mega emotionale Beziehung zu ihm aufgebaut und vor allem auch zu seinem Erfolg. Also du kannst live dabei sein, du kannst live unterstützen, wenn Sportler ihre Sportträume jagen. Wir haben verglichen mit anderen Crowdfunding-Plattformen eine extrem hohe Erfolgsquote. Der Sport ist eigentlich prädestiniert für Crowdfunding. Wir haben 66% Erfolgsquote, was sehr hoch ist. Und wir haben Stand heute über 600'000 Franken schon für den Schweizer Sport sammeln können. Und die fließen direkt in den Schweizer Sport. Und man muss sagen hier, dass wenn diese 600'000 Franken nicht in Sport fließen, dann fließen sie nicht über andere Institute in Sport, sondern es ist zusätzliches Geld. Und 600'000 Franken, das bedeutet, ist etwa gleichbedeutend wie 25% vom jährlichen Budget, das in die Sportförderung geht. Also wir haben mittlerweile schon ein rechtes Gewicht und können von uns behaupten, dass es gut läuft. Und auch wir haben unsere Träume. Wir haben einen Traum, dass wir sagen, wir sind sowieso Sportler, wir sind immer ambitioniert. Wir sagen, wir wollen in 3 Jahren 3 Millionen zusätzlich für den Schweizer Sport sammeln. Dann würden wir ein Gewicht einnehmen in der Sportförderung in der Schweiz. Und für das kämpfen wir hart. Und darum, um zurückzukommen aus der Niederlage, irgendwie Glück rauszusehen, kann ich dazu nur das sagen, dass eigentlich jede Niederlage Glück mit sich bringt, aber nicht das Glück findet einem, sondern du musst es finden. Merci vielmals. Danke.